meine Lieben. Wie ihr wisst, ich habe Eiweiß übrig von 6 Eiern. Denn die Eigelbe, die habe ich für Vanilleeis verwendet. Und mittlerweile habe ich ein geniales Rezept, um diese Eiweiße aufzubrauchen bzw. zu verwenden. Und wie bin ich drauf gekommen? Weil traditionell gibt es bei uns am Wochenende immer Spiegeleier. Und da bin ich natürlich schon Profi im Spiegelei zubereiten. Und da kam mir natürlich die Idee, wie ich die Eiweiße verwenden kann. Nämlich als Low Carb Eiweißpizza. Der Belag ist genauso fast wie bei einer Pizza und sie schmeckt fast wie eine Pizza, nur der Teig wird durch Eiweiß ersetzt. Also, was machen wir jetzt? Wir bereiten den Belag vor. Weiter kommt hier noch eine ganz besondere Tomatensauce zum Einsatz. Die mache ich aus Tomatenmark, Rotwein und Olivenöl. Wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, können wir schlecht die Tomatensauce über das rohe Eiweiß streichen, weil das ist ja noch roh und weich. Also nicht so wie bei einem Teig, der eine gewisse Festigkeit hat, sondern wir träufeln die Sauce nachher über das Eiweiß. Somit werden wir jetzt fertig. Wir erhitzen eine Pfanne mit Butterschmalz und dort geben wir dann das Eiweiß rein. Das Eiweiß können wir schon mal salzen und pfeffern. Und wie schon vorher angekündigt, beträufeln wir das Eiweiß dann mit der Tomatensauce. Klassisch kommt bei mir natürlich Parmesan immer auf die Pizza und das machen wir hier genauso. Und weiter belegen wir die Pizza mit Schinken, mit den geschnittenen Pilzen und mit dem vorbereiteten Mozzarella. Natürlich haben wir den Ofen schon lange auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, aber dieses Mal ohne Pizzastein. Und das ist natürlich von Vorteil, dass ich den Griff von der Pfanne entfernen kann. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Oregano und das geben wir drauf und dann ab damit in den Ofen. Sobald dann aber die Pizza im Ofen ist, schalten wir um auf Oberhitze 250 Grad. Und dann verbleibt die Pizza für 9 bis 12 Minuten im Ofen, je nachdem wie braun ihr es haben möchtet. Na, das sieht doch mal lecker aus, wie eine Pizza aussehen sollte. So, jetzt machen wir noch frischen Rucola drüber, der wächst bei mir super im Garten. Und dann geben wir mal die Pizza auf den Teller drauf und dann können wir schon mal probieren das Ganze. Ja, da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie gerne ich Eis mache, wenn viel Eiweiß übrig bleibt. Dann gibt es wieder was Leckeres am Tag danach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge von der Biskochstunde und ich habe euch Appetit gemacht und Hunger. Und das war ja auch mein Ziel. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal bei der nächsten Folge und bleibt gesund und bleibt am Ball. Tschüss, bis zum nächsten Mal.